Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Stich für Stich. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Stich für Stich. Ja, in dem Video zeige ich euch den Aufbau. Ich zeige euch die Abläufe anhand einer Übersicht, weil die ist richtig gut gemacht. Ist nämlich auch ein bisschen tricky, das Spiel, und sagt zu den einzelnen Bereichen etwas. Und abschließend gibt es dann wie gewohnt noch ein kleines Fazit. Ja, bevor ich einsteige, ein paar Informationen zu diesem Stichspiel. Naja gut, man erwartet es vielleicht auch ein bisschen, wenn es heißt Stich für Stich. Wobei, es ist eine große Verpackung. Es sind also nicht nur Karten in dieser Box enthalten. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich feststellen. Zoch ist der Verlag. Ja, eines der Zoch-Neuheiten im Jahr 2023. Da kommt bei weitem noch mehr. Also könnt ihr, je nachdem, wann ihr das Video schaut, auch in diverse vergleichbare Videos reinschauen, weil Zoch hat wieder einige am Start. Und Autor ist der Markus Villion. Das ist sein Erstlingswerk. Ich glaube, so habe ich es auch nachgelesen, ist dieses Spiel. Illustration Felix Wermke, und es ist ab 10 Jahre, spricht also ein etwas anspruchsvolleres Spiel. Ich gehe nachher im Fazit nochmal drauf ein. Für 3 bis 4 Personen, oft bei Stichspielen, sind ja mindestens 3 Personen erforderlich. Wobei es auch Stichspiele für 2 Personen gibt. Da habe ich auch schon einiges vorgestellt. 30 Minuten Spielzeit. Und damit würde ich sagen, steigen wir gleich ein in die Auslage. Ja, und spätestens jetzt merkt ihr, ja, das ist jetzt nicht nur ein Stichspiel. Das ist quasi schon fast ein Ermittlerspiel. Und das ist es ja quasi auch, weil es gibt Mitwisser und es gibt die Spürnasen. Ja, und da gilt es natürlich, Ermittlungen festzustellen. Das heißt, ich als Mitwisser habe jetzt hier schon 2 Plättchen meiner Auslage hier vor mir liegen. Das heißt, eine Tatwaffe und eine Person. Ja, die Spürnasen, die müssen natürlich dem Ganzen auf die Schliche kommen und versuchen natürlich, ja, meine Waffe bzw. dieses Profil, diese Person herauszufinden. Weil wie bei einem Stichspiel üblich werden Karten platziert und eine Person gewinnt den Stich. Ja, aber das ist nicht so einfach bei dem Spiel, weil alle auf mich schauen, sofern ich jetzt hier quasi in der Rolle des Mitwissers bin. Ich habe übrigens 10 Karten, die anderen haben 7 Karten. Die restlichen Karten kommen auf die Seite. Jeder hat also sein Tableau an Plättchen und kann natürlich daran sich ein bisschen orientieren, was wohl Täter bzw. was wohl Waffe ist, weil immer in einem Zwischenschritt geben mir die Mitspieler quasi einen Täter bzw. eine Waffe zu mir und ich schaue mir das an, ob das passt oder nicht passt, gibt da einen Hinweis drauf. Weil die Stiche, wer die Stiche bekommt, was man ausspielt an Karten, an Werten, ja, wer den Stich bekommt, das sag ich an, weil ich habe ja hier Täter bzw. Waffe vor mir liegen. Das klingt ein bisschen verwirrend, deswegen muss man langsam reinkommen. Auch in der Anleitung gibt es einige Beispiele, aber da braucht man Zeit und am besten anhand der Übersicht gibt es so ein separates Begleitheft. Da schaut man parallel in den ersten 2, 3 Partien drauf und das muss man kennenlernen und ich glaube, darin möchte ich es euch versuchen, ein bisschen zu zeigen, zu erklären, was die Schwerpunkte sind, was die Besonderheiten sind, damit ihr vielleicht auch ein Gefühl bekommt, ob das Spiel was für euch ist. Mal schauen, wie ausführlich es wird. Auf jeden Fall habe ich, also den Punkteblock brauche ich jetzt nicht, weil ihr spielt eine unterschiedliche Anzahl von Runden, abhängig von der Spieleranzahl. Stiche geben Punkte, aber auch andere Dinge. Und nach einer gewissen Anzahl von Runden, ja, zählt ihr die Punkte zusammen, dann hat eine Person das Spiel gewonnen. Deswegen lege ich den mal zur Seite, die anderen Karten quasi auch. Und so habt ihr jetzt quasi nur diese Auslage. Ihr seht jetzt hier quasi die Waffen, dann die Personen und ich habe Mitwisser. Das heißt, ich habe 10 Karten, alle anderen haben 7 Karten. Das heißt, ich bin Mitwisser und ich ziehe quasi eine verdeckte Täter- und Tatwaffe und lege die verdeckt vor mir ab. Die anderen haben quasi ihre Plättchen dann vor sich. Ich habe es auch gerade gesagt, jeder bekommt seine 7 Karten. Dann linke Person, das heißt ausgehend von mir, fängt dann an und eröffnet quasi den ersten Stich. Was sieht man hier auf diesen Karten überhaupt? Ich hoffe, man kann es sehen. Das heißt, man sieht hier, ja, je nachdem die Waffe, die Zahl 1 bis 13, die Person, ja, unter Umständen auch das Phantom. Das ist nämlich keine Abbildung. Ich schaue mal, ob es bei den anderen Karten eine dabei ist. Zu denen komme ich nämlich gleich, weil na, das Phantom hat keine Waffe, Zahl ist die 0. Und ihr seht, ja, die Plättchen. Das ist auch schon alles, was man beachten muss. Und eine Person spielt eine Karte aus, die anderen sind natürlich auch am Zug. Und es werden natürlich die Karten dann einfach hier in der Mitte platziert. Jeder spielt also reihum, beziehungsweise natürlich hier immer weiter, eine beliebige Karte. Und ja, irgendwann liegen je nachdem die Karten vor mir, beziehungsweise die Karten liegen aus. Und dann schaue ich mir an, wer den Stich denn gewonnen hat.
Und die anderen überlegen nur und müssen versuchen, aufgrund dessen, dass ich das bestimmt habe, zu versuchen, rauszubekommen, je nachdem, was Trumpf ist, natürlich Volltrumpf, und was ich je nachdem vor mir liegen habe. Weil es gibt gewisse Bedingungen und da schaue ich jetzt hier auf der Seite, dass ich da nichts Falsches erkläre, deswegen auch die Übersicht sehr gut gemacht. 5 Punkte, an denen orientiert man sich. Das erste ist natürlich, Tatwaffe und Täter sind immer Trumpf. Ja, die anderen, die Ermittler, Spürnasen, die müssen natürlich das herausbekommen. Und das bekommen sie nicht unbedingt mit dem ersten Zug raus, aber sie bekommen natürlich gewisse Informationen. Das ist der erste Punkt. Bevor ich zum zweiten Punkt komme, alles anhand der Übersicht, daran kann man es wirklich gut, ihr müsst es beispielhaft durchspielen. Weil jede Karte, die Täter und Tatwaffe zeigt, ist ein Volltrumpf. Und damit wird auch der Punkt 2 klar, weil hier heißt nämlich Volltrumpf sticht Waffentrumpf, sticht Tätertrumpf, sticht Nichttrumpf. Ja, ich hab's gesagt, schon ein bisschen anspruchsvolleres Stichspiel, dann noch mit Ermittlersequenz. Und das war nur der Punkt 2. Ihr müsst also kombinieren, was wie das sein könnte. Beim ersten Stich wisst ihr das nicht unbedingt, aber bei weiteren müsst ihr dann einfach kombinieren. Bei gleicher Trumpfsorte sticht die Karte mit dem höchsten Zahlenwert. Ja, ich denke, das ist eindeutig, je nachdem, was ausgespielt wurde. Auch für mich, weil ich muss ja auch zuordnen, wer den Trumpf gewonnen hat. Muss also die Punkte entlang hangeln, aber die anderen sollen es je nachdem im Kopf haben. Jede Phantomkarte ist immer Tätertrumpf und nie Waffentrumpf. Moment, Jörg, was ist denn jetzt nochmal Phantom? Ich schau mal hier, ob da noch welche dabei sind. Oh ja, da ist eine dabei. Das ist quasi das Phantom. Auch so eine Karte ohne Wert bzw. Fragezeichen. Auch das ist nochmal wichtig. Hat natürlich unter Umständen auch eine Person vor sich liegen. Die Karten hat man natürlich auf der Hand. Das heißt, wie habe ich es gesagt, jede Phantomkarte ist immer Tätertrumpf und nie Waffentrumpf. Ja, am besten, so haben es wir gemacht, kopiert je nachdem das Blatt, den Ausschnitt oder nimmt es zu euch zu sich, dass ihr eine Übersicht habt, weil das sich zu merken, na, das ist für die erste Partie nicht so einfach. Aber ich bin schon beim letzten Punkt. Bei völlig gleichwertigen Karten sticht die davon zuerst gespielte. Okay, das bekommt man als Stichspieler auf jeden Fall hin, wenn man sich mit solchen Stichkarten befasst, beziehungsweise Stichspielen, dass das wirklich zutrifft. Ja, und wie gerade erwähnt, steht auch dabei, ich entscheide natürlich, beziehungsweise ich schaue aufgrund der Tabelle, wer denn jetzt diesen Stich bekommt. So, und die anderen sind jetzt natürlich im Überlegen. Es findet eine Fahndung statt. Das heißt, die schieben mir jeweils zwei Plättchen zu. Einmal natürlich Täter, beziehungsweise einmal natürlich die Waffe. Das heißt, das habe ich soweit ja schon gesagt, steht auch alles nochmal deutlich drauf. Das heißt, ich schaue mir natürlich die Plättchen an von jedem. Jeder gibt mir das eins rüber, die zwei Plättchen, Täter, beziehungsweise noch eine Waffe. Alles verdeckt natürlich und das schaue ich mir an. Ja, und je nachdem sage ich, oh, falscher Verdacht. Ein oder zwei Plättchen sind falsch. Kommt am Anfang häufiger vor, habe ich aber auch in einer Partie erlebt, Volltreffer. Das kam tatsächlich mal vor. Die Person war total verwirrt, weil sie gedacht hat, okay, jetzt muss ich mir das nochmal genau anschauen. Übrigens, genau, wenn ein oder beide Plättchen falsch sind, gibt es natürlich keine Ermittlungspunkte. Beide Plättchen sind korrekt, wie ich es gerade gesagt habe. Der Fall wurde gelöst. Ja, es ist nur ein Kriminalfall damit verbunden. Nicht nur Stichspiel, sondern auch ein Ermittlungsfall. Und dann, und das war bei dem einen Fall wirklich extrem, die Anzahl der Handkarten plus 1. Oh, das sind schon mal einige Punkte. Haben alle Spürnasen Tatwaffe und Täter ermittelt? Kann natürlich auch sein. Klar, die schieben dann nicht weitere Plättchen rüber, wenn sie es ermittelt haben. Dann gibt es Ermittlungspunkte für Mitwisser und das ist gleich die Anzahl aller gespielten Stiche. Es kann aber auch vorkommen, gerade in den Anfangsrunden, wenn man das Spiel jetzt noch nicht kennt, dass es nach 7 Stichen noch erfolglose Spürnasen gibt. Weil das einfach von den Karten her so kurios war, dass es vielleicht auch schwierig war, das zuzuordnen oder es einfach das falsche Plättchen war, was man jeweils mir beispielsweise gegeben hat als Mitwisser. Weil als Mitwisser bekomme ich dann gleich die 8 Punkte. Ja, die Stichgewinner steht auch hier nochmal deutlich drauf. Die stapeln natürlich ihre Stiche dann vor sich und so läuft es natürlich immer weiter. Und nach 7 Stichen, das heißt, ich habe ja 10 Karten, 3 bleiben dann übrig. Das war am Anfang auch ein bisschen verwirrt, aber ich habe ja, die anderen haben 7 Karten, ich habe nur 10 Karten, aber nach 7 Stichen endet die Runde. Und dann gibt es noch Punkte. Spürnasen und Mitwisser bekommen für jeden eigenen Stich einen Punkt. Also gibt es auf jeden Fall noch ein paar Pünktchen. Nächster Kriminalfall findet dann statt. Und die nächste Person ist dann Mitwisser für die nächste Runde. Und das notiert ihr alles auf eurem Blog. Tja,
Jetzt habe ich es schon ein bisschen schnell gemacht, aber ihr nehmt auf jeden Fall für die ersten Partien die Übersicht. Zumindest haben wir es so gemacht. Wer ähnliche Erfahrungen hat, darf es gerne als Kommentar schreiben, weil man am Anfang etwas verwirrt ist. Vielleicht habt ihr noch eine Übersicht für jeden. Sehr schön, wenn die irgendwie beigefügt wäre. Vielleicht gibt es das auch irgendwann als Download bei Zoch, dass man sich runterladen kann. Aber das geht einfach 1, 2 Partien. Dann wisst ihr, okay, wie ist die Reihenfolge? Täter, Waffe, genau, Tatwaffe, Täter sind immer Trumpf. Das muss nicht nur ich als Mitwisser gehen. Ich gehe eher gerne am Anfang die Liste dann durch, aber auch die Mitspieler. Die überlegen, die müssen das wissen, weil die müssen ja auch anschließend kombinieren, was für Plättchen sie mir geben. Ja, und das waren auch schon alle Informationen zu diesem Stichspiel. Stichspiel kombiniert mit Kriminalfall, mit Mitwisser, Spürnasen und jetzt fehlt nur noch das Fazit. Und damit bin ich beim Fazit von Stich für Stich. Ein Spiel aus dem Hause Zoch. Da kommen noch einige Spiele bzw. Videos, weil die haben im Jahrgang 2023 einiges veröffentlicht. Das Stichspiel, das richtet sich auf jeden Fall an erfahrene Personen, die auf jeden Fall schon Erfahrung mit Stichspielen haben. Mit diesen Kartenspielen, wo es oftmals um Farben, um Trümpfe, um Werte geht. Hier allerdings kombiniert mit einem Ermittlerspiel mit Mitwisser bzw. mit Spürnasen. Was eine gewisse Herausforderung darstellt, weil nur der Mitwisser sagt, wer denn jetzt überhaupt den Stich bekommt. Es geht nämlich um eine geheime Waffe, um eine geheime Person und diesen Trumpf. Und die anderen müssen das rausbekommen, um das zu steuern, um natürlich auch die Karten entsprechend auszuspielen. Und natürlich auch ein bisschen Glück dazugehört. Also ein anspruchsvolles Spiel und deswegen jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe der Familie, sondern Zielgruppe sind auf jeden Fall die erfahrenen, geübten Familien, die auch solche Erfahrungen haben und ab 10 Jahre steht ja drauf. Sieht von der Illustration aus für ein Spiel, wo auch durchaus reine Erwachsenenrunden damit spielen können, wobei Zoch sich ja oftmals auch an Familien orientiert, aber wenn man sich die Veröffentlichung im Jahr 2023 anschaut, sind es nicht nur die Zielgruppen der Kinder, der Familie, die bei solchen Spielen vielleicht gerne zugreifen. 10 Jahre steht dabei, anspruchsvoll ist definitiv und wir haben es zu dritt und zu viert gespielt, da macht es keinen Unterschied, man braucht ganz klar die Anzahl von 3 bzw. 4 Mitpersonen oder Mitspielern, damit das überhaupt funktioniert. Und 30 Minuten, ja, die erste Partien, die gehen durchaus mal 40, 45 Minuten. Woran liegt das? Weil man einfach eine Weile braucht, das zu verstehen, wie das ist mit den Stichen, mit den Trümpfen, mit dem Volltrumpf. Dann ist auch noch ein Phantom dabei und das verwirrt am Anfang total. Und der eine oder andere ist da auch, was ich auch in unseren Runden erlebt habe, ist da schon ein bisschen überfordert. Ja, das muss man auch wissen und deswegen war es mir wichtig, anhand dieser Übersicht alles auf einen Blick, euch das ein bisschen genauer zu erklären, weil die Anleitung bietet sehr viele Informationen, sehr viele Beispiele, aber wow, der eine oder anderen, der steigt schon nach der Hälfte aus, wenn ich am Erklären bin, weil er sagt, wie war das nochmal? Das ist ja Wahnsinn. Stichspiel ist ja klar, aber jetzt muss ich das und das muss ich kombinieren. Dann muss ich überlegen, welcher Trumpf das sein könnte, um das Plättchen herauszufinden. Und dann will ich auch noch Stiche machen, wie die auch noch Punkte geben. Also, ihr seid gewarnt, wenn ihr euch um das Spiel bemüht, wenn ihr vielleicht die Möglichkeit habt, das erst anzuspielen, weil es ist schon sehr speziell. Also, um reinzukommen, braucht man auf jeden Fall ein paar Anläufe in ein paar Partien, aber dann müsst ihr auf jeden Fall Fan von solchen Stichspielen sein, gegebenenfalls sogar gepaart ein bisschen mit solchen Ermittlungsfällen, wenn es um Täter bzw. um Personen geht. Und deswegen schwankt der Spielspaß auch bei mir je nach Gruppe deutlich. Ich habe Gruppen, die waren sofort drin, da hat man sofort verstanden. Aber auch bei mir, zum Beispiel mit der Familie, mit den Kids, die auch erfahren sind, die waren teilweise, ich will nicht sagen überfordert, aber was ist das? Also da war auch die Antwort, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel an Stichspiel und Ermittlerspiel. Auch die Meinung gibt's, deswegen auch hier konkret gesagt. Und ich hoffe, aufgrund der Informationen, die ich jetzt euch hier beigesteuert habe, als Video wisst ihr, ob das vielleicht für eure Gruppe, für euch und für eure Gruppe was ist. Weil alle sollten, wie gesagt, schon das Level haben, erfahren sein, was solche Spiele, solche Kartenspiele, solche Stichspiele dann angeht. Und deswegen auch sehr schwankend, auch bei mir, der Spielspaß. In manchen Runden habe ich gedacht, das macht gar keinen Sinn mit der Gruppe. Das war, da habe ich selber keine Lust gehabt. In eine andere Gruppe, da war man recht schnell dann drin, da hat es dann funktioniert. Aber es ist auch kein Stichspiel, Stich für Stichspiel, wo ich da regelmäßig, wo ich sage, wöchentlich heute wieder ein Stich für Stich. Das ist es auch nicht. Also da hält sich der Spaßfaktor dann doch ein bisschen dezent zurück. Der hätte auf jeden Fall je nachdem höher ausfallen können müssen, zumal ich ja auch gerne solche Stichspiele mag und gerne spiele, aber das ist auf jeden Fall vom Niveau ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen verzwickter
Und schon, wow, als Erstlingswerk von Markus W. Leon schon ein durchaus besonderes Spiel für die jeweilige Zielgruppe. Und ich denke, aufgrund der Abläufe wisst ihr, ob das was für euch ist. Spielt es aber auf jeden Fall 3, 4 Mal, trifft dann eure Entscheidung, weil die ersten 2 Partien, die sind bisher, was ich in den Runden erlebt habe, sehr wackelig, weil man da einfach ein Gefühl bekommen muss für dieses Spiel. Und die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen, um für euch dann je nachdem ein Urteil zu bilden. Ja, das zu allen Informationen, 10 Jahre, die Angabe, das passt. Also 10, Tendenz sogar eher 11, 12, aber 10 Jahre, das passt für Geübte, das auf jeden Fall. Das war Stich für Stich, ein ganz besonderes Stich-Ermittlerspiel. Nicht nur jetzt was für die Fans von Stichspielen, sondern auch für die Fans von Spürnasen, von Ermittlungsspielen. Aber alles Weitere, denke ich, habe ich im Fazit bzw. in den Abläufen euch mitgeteilt. Das war's zu allen Infos. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.